Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Assassin's Creed Odyssey. Ja, wir waren mal wieder im Auftrag von Xenia unterwegs, aber ich habe beim Durchscrollen außerhalb der Aufnahme gesehen, dass ich noch was verbessern kann. Dann wollen wir das nochmal machen. Wir nehmen hier, ich glaube, den Fallschaden, ne? Ja, komm. Einmal bitte Verbesserung. Und schon haben wir wieder was verbessert. Sehr, sehr schön. Ne? Das ist toll. Hier brauchen wir wieder die Dings, ne? Ja, die müssen wir wieder finden. Und das Kabel ist schon wieder ab. Oh, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Wie denn jetzt schon wieder? Ach, Mensch. So, aber zumindest brauchen wir hier für die Lilanen keinen mehr. Und hier wieder, ne? Nein? Okay. Ab einem gewissen Dings brauchen wir keine, die Steine nicht mehr. Ah, doch, hier. Oder, keine Ahnung, wofür wir die dann noch brauchen. Hier auch? Okay. Cool. Ja. Wie gesagt, wir waren hier für Dings unterwegs, hier für Xenia und ich habe überlegt, ob wir hier dann im Schnelldurchlauf durchrennen und einfach vor denen abhauen. Ich glaube, das mache ich auch. Ja. Ja. Ich bin ein Fackelläufer. Ja, ja, damit kann ich leben. Damit kann ich leben. So, ihr aber nicht. Ja, das machen wir später mit dem Befehlshaber. Hab ich jetzt keine Lust von. Darauf. Oder? Kommt denn der? Welcher ist denn der Befehlshaber? Ich glaube du, ne? Nur dich will ich haben. Achso, kann ich gerade nicht. Ich glaube nämlich, das ist der. Oder auch nicht. Oder? Hä? Oh. Ja, das ist dann jetzt doch ein bisschen doof. Wenn wir schon dabei sind. Was ist denn der Dings? Anführer. Ja, komm. Befehlshaber. Wo ist denn der? Nee, ihr seid nicht die Befehlshaber, ich weiß es. Ihr seid nicht mal besonders. Da ist der Befehlshaber. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ja. Er? Ja, gute Frage. Baringoton! Dich muss ich noch ausschalten, sorry. Ja, komm. Einmal kurz hier die Dings. Ja. Achso, hier ist das. Aha, okay. Ich soll hier gucken. Ja. Hab ich doch.
Hier. Mache ich mal kurz die Kopfgelder weg. Am Bornt, hier war ich ja auch schon gewesen. Komm. Na, wo bleibst du? Wo soll das sein? Hier, komm. Gib mal her. Ja, komm. Ruhm und Ehre und so ein Gedöns. Jetzt habe ich doch noch alle besiegt. Hier vielleicht? Nö. Weil hier komme ich ja gar nicht rein. Wenn ich jetzt hier auch was zum Opfern ablegen wollte, ging mir das ja gar nicht, weil dauernd Wachen vorstehen, die mich daran hindern. Weißt? Also. Ach, warte mal. Vielleicht liegt sie auch tatsächlich doch hier. Ach, da hinten. Ja, gut. Ich glaube, ich hab's gefunden. Ja, ja. Der Deckel des Opferkästchens. Mhm. Diese Bänder verschlossen das Kästchen. Hier fehlt ein Opferkästchen. So. Da liegt doch ein Armreif. Kannst du nicht den mitnehmen? Okay. Blütenblätter. Sie haben wohl das Opferkästchen eingerahmt. Mhm. Jemand warf das Kästchen hierher, doch es ist leer. Vielleicht nicht weiter in die Richtung? Vielleicht hat eins dieser Paare etwas gesehen. Ich dachte, es gefällt dir. Das spielt keine Rolle. Du hast es den Göttern gestohlen. Oh. Hast du eine Vorstellung, wie viel es wert war? Was es wert war? Was soll ein göttlicher Fluch schon wert sein? Sei doch nicht so verdammt abergläubisch. Das Armband war unbezahlbar. Hey. Du denkst immer nur ans Geld. Was ist mit meinen Gefühlen? Oh. Hey. Ich wollte dich beeindrucken. Du wolltest mir an die Wäsche, meinst du? Hey. Was willst du denn? Erzittert, ihr Narren. Denn ich bin der Zorn des Apollon. Ich habe es dir gesagt. Die Götter werden uns bestrafen. Ganz genau. Gebt mir, was ich will, sonst strecke ich euch nieder. Und was willst du? Dummkopf, nur das Armband. Das Armband, das du gestohlen hast. Ihr habt mich schon verstanden. Gebt mir das Armband. Ich warf es von der Klippe hinein ins Meer. Okay. Ach, Kar. Dann muss ich wohl schwimmen gehen. Okay. Ja. Wo ist denn eigentlich der andere Fundort? Karte zur heiligen Stätte. Vielleicht nehmen wir den ja auch noch mit. Ach, warte, ich kann ja auf der Karte bleiben. Ich guck nur. Ich guck nur. Nee, das kann es nicht sein. Ist auch nicht. Vielleicht hier? Nee, das ist zu groß. Du.
Ist nicht groß genug. Okay. Diesmal ist es tatsächlich schwerer. Ein bisschen. Also es muss schon mal am Meer sein, weil da sind diese, wieder diese Wellengedönse. Vielleicht sind die ja doch hier unten auf der Insel, wo ich noch nicht war. Nein. Und es muss von oben halt nach offen zum Meer offen sein. Nicht von unten. Vielleicht doch hier? Nee. Nöp. Nope. Ich gehe mal einmal kurz alle durch. Ne? Irgendwo muss es ja sein. Ne, die Inseln hier sind schon mal nicht. Das ist auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, hier irgendwo. Vielleicht Kefalenia? Nö. Es muss ja so dieses Wassereinkerbung-Gedöns sein, ne? Wo dann so... Ja. Nach oben hin das Land so ein bisschen ins Meer geht. Das ist auch nichts. So viele Dings gibt es hier eigentlich gar nicht. Nö. Eigentlich. Es muss halt so nach oben hin zum Meer geöffnet sein. Ach, warte mal, Chaos. Das ist hier auf Chaos. Da, eh sogar hier auf Chaos, glaube ich. Das ist nur ein bisschen komisch gezeichnet. Weil das erkenne ich wieder, dieses Kringelchen hier. Und das soll wahrscheinlich dann hier irgendwie... Oder? Sieht zumindest so aus. Vielleicht ist es auch einfach ganz nah rangezoomt. Ich glaube, das ist hier aufs Chaos. Okay. Gut. Können wir da immer noch hin? Nö. Gehen wir erstmal das, was sie da haben will. Oder gehe ich erstmal hin? Ich bin mir nicht sicher, weil da links noch diese Landzunge ist. Nee, ich glaube, es ist doch nicht auf Chaos. Irgendwas sagt mir, dass es doch nicht auf Chaos ist. Wir bringen hier erstmal das und dann können wir immer noch gucken. Ne? Ja, ich weiß. Ich glaube, ich wollte das Ende nochmal gucken. Ah ja. Okay. Na dann. Ah, du darfst ruhig. Meine Danke. Reizende Söldnerin. Neuigkeiten? Ja. Ein erstaunliches Schmuckstück. Damit wirst du unwiderstehlich aussehen, wie Aphrodite persönlich. No. Ich bin kein schönes, kleines Spielzeug. No. Nein, natürlich nicht. Es lässt dich stark aussehen. Ach, hör auf, mir in den Hintern zu kriechen. Hm? No. Wollte man immer freundlich sein? Ach, mein Westwind kommt zurück. Ja. Deine Begeisterung für die Schatzsuche scheint abzufärben. Gibt es eine größere Leidenschaft? Also, ich glaube nicht. Was hast du für mich? Eine Bande Banditen hat Tritons Muschelhorn in die Finger bekommen. Sie glauben, es hätte Macht über die Gezeiten. Tritons, aha. So etwas hätten viele gern. Bringst du es mir? Klar. Mehr Karten,
Wie willst du sonst die Banditen finden? Und jetzt geh, ich will dieses Horn. Von deinen Lippen in die Ohren der Götter. Du wirst es bald in Händen halten. Es ist dein Werk, das mich reich macht, nicht ihres. Ah ja. Interessante Geschichte. Besteht das Horn wenigstens aus Gold? Meine Liebe, nach all der gemeinsamen Zeit, glaubst du, ich wäre an diesem Objekt interessiert, wenn es nicht aus Gold bestünde? Und du willst sicher nicht die Gezeiten kontrollieren? Nur Narren glauben, sie könnten das Meer beherrschen. Ah ja. Weißt du irgendwas über die Banditen, die es haben? Es sind Banditen. Sie stehlen und morden. Was gibt es da noch zu wissen? Ein bisschen. Diese Beschreibung trifft aber auch auf dich und deine Piraten zu. Du willst wissen, wie wir uns unterscheiden? Dann sieh dich um. Ich habe eine Insel. Und die? Ein Loch im Boden. Aha. Ah ja. Ich hol dir die Muschel. Ich schätze, das werde ich selbst behalten müssen. Och, haben wir schon wieder Dings gefunden? Hier. Okay. Werden wir natürlich auch abfotografieren. Ja, das war noch das. So. Da sind wir da hier loschern. Da brauchen wir schon nicht mehr. Und dann zurück zur Kamera. Entschuldigung. Immer dieses R. Dieses R. Gut. Und einmal hier. Ich glaube so langsam die, wo es orange ist. Ah, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, wo es orange ist, da könnte es sein. Wo ist das denn? Ich hatte erst vermutet, dass es hier ist. Ne, weil hier. Aber ich suche, mir fehlt halt dieses Dings da. Ne, diese Insel daneben. Ich habe es euch ja gerade nochmal gezeigt. Hm. Ich meine, wenn wir es finden sollen, dann finden wir es sowieso. Das ist es nicht. Nee. Dort ist es nicht. Wir suchen ja sowieso alles ab. Aber trotzdem. Einfach aber trotzdem. Das ärgert mich jetzt aber sowas von, dass ich das noch nicht gefunden habe. Ach, hier ist dann nur... Ja, gut. Hm. Ich will das haben. Was ist vielleicht doch auf Chios? Dings, nur wegen diesem Nupsel hier oben. Ich guck mal. Ich gehe mal gucken. Vielleicht ja doch. Man weiß ja nie. Außerdem haben wir eh noch, ne? Also von daher. Nee, ich glaube nicht. Oder ist das hier so ein alter Gedöns? Wenn, dann kämen wir eh nicht rein. Okay, gut. Legen wir das mal auf einen anderen Zeitpunkt. Und gucken, dass wir erstmal speichern. Und dann müssen wir eh noch die anderen Sachen finden. So, kurz geschmeuchert. Ein Moment. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Da war ja was. Okay, dann löschen wir halt eben erstmal welche. Na komm. Dauert immer ein bisschen. Ne, sind ein paar. Okay. Ach, okay. Interessant. Interessant. Habe ich schon wieder durcheinander gespeichert. Okay. Na, ist ja nicht so schlimm. Okay. Dann wollen wir mal.
Wo soll das denn jetzt sein? Okay, das sieht sehr, 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 sehr speziell aus. Aber es hat mir bis jetzt auch noch nichts weitergebracht. Also auch nicht viel geholfen. Hat mich auch noch nicht weitergebracht, dass Dinge speziell ausgesehen haben. Sieht halt doch, dass da auch nichts dran steht, ne? Also es muss irgendwie sowas sein, was so ein bisschen ins Meer geht und wo dann halt, ja. Also die typische Beschreibung wie immer. Mit so zwei Nupseln und so, wisst ihr? Ach, come on. Come on. Das kann doch gar nicht so schwierig sein. Ich glaube, ich habe die Nupsel gefunden. Ja, ich habe die Nupsel gefunden. Das sind die Nupsel übrigens. Dann ist das hier. In der Unterwasserkaverne. Siehste. Geht doch noch. Dann reisen wir mal eben hier hin, ne? Das machen wir mal. Mal gucken, vielleicht sind sie ja da. Entschuldigung. Ja, nochmal gegen den Kopf. Nase juckt. Mal wieder. Ich glaube, wir sind auf der Spur. Auf der richtigen. Da. Okay. Einmal runterspringen. Entschuldigung. Ist eine Angewohnheit. Hin und wieder. Nö. Dann gucken wir mal. Ob wir das Muschelhorn finden. Natürlich werden wir das Muschelhorn finden. Aber ob es hier ist. Ne, da vorne soll es ja sein. Ach, wir nehmen noch das Holz mit. Ich sehe da so einen kleinen Olivenbaum. Der fühlt sich so einsam. Der macht sich gut bei uns. Oh, noch zwei. Nehmen wir auch noch mit. Brauchen können wir sie ja immer. Ach, ist noch da hinten. Entschuldigung. War ein bisschen... Ja, ein bisschen schneller. Ein bisschen zu früh dran. Hier muss davon ist auch wieder ein Baum. Ja. So, da vorne soll es sein. Glaube ich. Glaub ich. Der Eingang muss unter Wasser liegen. Ja. Okay, dann sind wir schon da. Man gut, dass wir so lange, ne, tauchen können. Okay. Mhm. Oh, nehmen wir auch noch mit. Noch kommt. Man gut, dass die Quallen hier nicht giftig oder gefährlich sind, ne? Ich habe gehört, Quallen können in manchen Fällen sogar tödlich sein. Ja. Killerquallen. Okay. Hier geht's weiter. Der kam wohl nicht wieder raus.
Warum er nicht einfach den Weg zurückgeschwommen ist, den er reingeschwommen ist? Keine Ahnung. Ah, die ultimative Kraft hat er zumindest nicht gehabt. Wo war das jetzt? Da. Ja. Da auch noch. Der hat sich wohl auch überschätzt. Oder die wurden von einer gefährlichen Quelle gestochen. Ich guck mich nur um, ne? Ich meine, wir haben ja ewig Zeit. Ich werde ihn noch nie wieder ablegen. Ja, komm. Stell dich nicht so an. Wir haben den Reizsack, mit dem wir ewig tauchen können. Ach, wieso? Jetzt darf ich hier sein. Okay. Nehme ich auch noch mit. Ich hab dich gesehen. Was machst du denn da? Komm. Das wird einfach. No. Würde ich jetzt nicht behaupten. Okay. Warum hast du den Hund geschlagen? Du hast deinen Hund gerade geschlagen. Warum? Ich habe ihn extra in Ruhe gelassen und du verprügelst deinen Hund hier, oder was? Komm. Also mit der habe ich kein Mitleid. Ganz schön schwer. Klar, dass Xenia es haben will. Ich schwimme lieber nicht nochmal durch diesen Tunnel. Warum? Eine Brise. Es muss einen anderen Ausgang geben. Oh, Mensch, bist du langweilig. Da, wo wir doch jetzt schon, ne? Unendlich tauchen können. Ja, aber irgendwie klar, dass wir es hier finden. Ach. Wie convenient. Gut, dann kann ich das einmal löschen. Und die anderen können wir ja immer noch gucken. Nö. Ja. Ach, das habe ich auch noch. Das kann auch weg. Das auch. Das auch. Jetzt werden wir nur noch die beiden hier haben. Genau. Okay. Aber wir können ja erstmal nur zurück nach Chaos. Weil wir haben das Horn ja gefunden. Nö. Reisen wir mal eben schnell hin. Passt schon. Vielleicht hat sie ja nochmal was für uns. Ich frage mich trotzdem, wo die anderen Orte sind. Kommt einem immer so alles so bekannt vor, ne? Aber irgendwie erkennt man es dann doch nicht. Hm. Ja. Na komm. Mhm. Okay. Dann gehen wir das einmal ab. Dann haben wir das auch schon, ne? Guten Tag. Dort, wir müssen beim Laden wieder. Ich habe, was du brauchst. Ah, ja. Dann gib es her. Bitte.
Bitte schön. Horn, heil und sicher der Königin der Meere überbracht. Ich weiß deine Dienste sehr zu schätzen. Ja. Lass mich wissen, wenn du noch was brauchst. Oh, ich glaube, sie braucht noch was. Was ist es diesmal? Mein Westwind, du hast wirklich ein Näschen für die Schatzsuche. Ah ja. Ich hoffe, ich kann auch bei persönlicheren Aufträgen auf dich zählen. Und welche waren denn nicht persönlich? Ein Händler hat ein paar meiner Karten gestohlen. Ah ja. Ein unehrlicher Händler hat dich übers Ohr gehauen? Es schmerzt in meiner Brust. Die Karten verweisen auf Relikte, die die Krönung meiner Sammlung wären. Okay. Finde sie und ich bade dich in Brahmen. Die du mir vorher abgenommen hast? Okay. Was ist passiert? Der Betrüger Autolycus ist ein Lügner und ein Dieb. Er raubte einige von Anaximanders besten Arbeiten. Ich wette, er will meine Schätze bergen und für ein Vermögen verkaufen. Schon gut. Ich versuche ihn zu finden, bevor er dazu kommt. Er treibt sich bei Nauplia herum. Such dort. Nauplia? Ich sehe, was ich finden kann. Okay, diesmal keine Fragen. Ja, gut, vielleicht sollte ich das doch so machen. Oder auch nicht. Ja, nee, das ist es nicht. Ah ja, hier. Ich denke mal, das ist es, ne? Wo ist Nauplia? Ach, da. Hier ist Nauplia. Nehmen wir das hier, ne? Tempel des Poseidon. Wir kommen. Na, wenigstens keine Karten, die wir diesmal lesen müssen. Zumindest jetzt noch nicht. Das kommt ja danach. Wenn er es nicht schon mitgenommen hat. Nö. Guck, Mama. Hauptsache, sie badet uns in Drachmen. Mehr wollen wir doch gar nicht. Na, vielleicht schnellere Ladezeiten, aber das ist, ja. Das kann Xenia nicht für uns arrangieren. Bezweifle ich zumindest. Ganz stark. Na komm, lad schneller. Na? Okay. Ah ja, da. Und wollen wir mal? Sehen wir mal zu, dass wir da ankommen. Tja. Entschuldigung, ich muss hier durch. Ich habe einen ganz wichtigen Auftrag. Ganz, ganz wichtig. Streng geheim. Top Secret. Deswegen laufe ich überall gegen. Es gehört zum Auftrag. Ach, hier schon wieder. Wir sind ja schon wieder hier. War ja irgendwie klar. Interessant. Hier. Stehen alle bis zur Hüfte im Wasser. Holen sich keine Blasenöffnung, das ist voll unrealistisch. Auch wenn es warmes Wasser ist. Ja. Achso, ja. Entweder verhandeln oder wir sollen ihn einschicken. Okay. Das lese ich jetzt erst. Komm, wir verhandeln. Ah, Nauplia. Mal gucken, was er so macht. Ich hoffe, er ist nicht so teuer, aber sonst muss ich ihn ja doch noch einschüchtern. Wäre nicht so toll. Mal gucken. Ich bin ja noch bereit, vorher zu reden, ne? Ein bisschen.
klein wenig. Ich muss mit dir reden, kleiner Mann. Hm? Ah, ja. Hier bist du. Ach, weißt du was? Es ist mir egal. Mir gefällt deine Nase nicht. Was mir dann auch nicht. Du riechst, als wärst du völlig mittellos. Ach ja. Riechst du den Wind der Verdammnis aus Erebos? Denn ich werde über dich kommen wie die Erinien. Wer bist du? Was habe ich getan? Ja. Die Karten zurück, die du Xenia gestohlen hast, oder ich vernichte dich und deine Waren. Das wagst du nicht. Nein, nein, hör auf. Also? Also. Genug, es reicht. Die Karten sind in meinem Haus. Ich habe dir genug Zeit gegeben. Es liegt neben dem Bootsschuppen von Nauplia, nicht weit von hier. Ich hoffe, die Karten sind wirklich da, sonst muss ich zurückkommen. Okay. Und ich hoffe doch, er hat die Dings noch nicht ausgeräumt. Die Stirn. Sonst müssen wir auch wieder zurückkommen. Hast du vergessen zu sagen. Boot shoppen. Okay. Heute nicht, du Wurm. Verschwinde von hier. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Ja, komm. Sein Zuhause? Hier? Hä? Wo ist denn hier der Eingang? Ach hier, nein. Hier komme ich auch nicht rein. Perfekt. Damit kann ich die Schätze aufspüren, die Xenia will. So, ich bin wieder da und ich bin auch wieder weg. Ich komme später nochmal wieder. Okay. Ich hoffe, es waren noch nur zwei. Okay. Was haben wir denn? Oh, nicht schon wieder. Pans Flöte. Okay. Pans war eine Flöte. Und was noch? Lyra des Apollon. Okay. Interessant. Oh, die sind ja nur nichtssagend. Die beiden Karten. Die sagen ja überhaupt nichts aus. Irgendwo beim Meer. Nope. Okay. Hier vielleicht? Nope. Könnte aber auch hier am Land sein, ne? Sowas hier. Darf halt ein bisschen. Muss halt ein bisschen glatter sein, ne? Glaube ich. Ja, ist die Quest nochmal. Aber die suchen kann. Lass die Würfel rollen, okay. Dann gucken wir mal. Okay, Fundorte aller Schatzkarten. Zeigt er mir nicht an. Okay. Ich bin nicht würdig, alle zu finden. Mhm. Okay, nee, irgendwie will er nicht. Nee, ich muss das irgendwie doch angeben.
Okay. Okay. Ah, Pans Flöte ist also doch hier oben. Und zwar, jetzt muss ich nur mal kurz gucken. Atekon. Oh, ist auch wieder jemand von denen? Okay. Die ist auf unserem Level. Oder wie auf ihrem. Hier irgendwo. Bei so einem weißen Fleck. Da. Doch, doch, hier ist das. Hier. Ich gehe mal hier hin, ne? Machen wir mal. Können wir ja mal machen. Ah ja, okay. Nee, so viel brauche ich nicht. Ich brauche nur die Karte. Ja, wenn wir angekommen sind, ist der Part auch schon wieder zu Ende. Wow, haben wir da nicht auf die Zeit geachtet. Weil ich so lange gesucht habe, ne? Naja. Ist dann halt so, aber am nächsten Part haben wir dann ja immer noch Zeit. Ne? Na komm. Lad ein bisschen schneller, wir wollen so langsam Feierabend machen. Also richtig, richtig Feierabend. Okay, na ja, gut, Spoil. Lass mal uns im nächsten Part wiedersehen. Bis dann, Boy.